Es geht direkt weiter, ohne Pause, ohne Unterbrechung. Und wir suchen jetzt diesen Ritter, der hier rumklappert. Wenn ich gerade sehe, Ben hat noch nicht 100% seine Energie aufgeladen. Aber das schaffen wir auch so. Na toll. Komm, Baum Heino. Finde ich einen sehr guten Spitznamen für diesen Baumtypen. Findet ihr nicht auch? Ja, 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 ja. Mal ein bisschen Feuer machen. Feuer ist immer gut. Das hilft richtig gut gegen die. Ich frage mich gerade, den Poison-Zauber, den wir bekommen haben, wogegen der wohl helfen könnte. Gegen die Skelette wahrscheinlich nicht. Die sind ja schon tot. Einmal hier. Das bringt gar nichts. Ja, bei diesen Haltern muss man immer gucken. Eventuell... Oh Gott, jetzt wird es auch noch so verzweigt hier. Oh nein! Wieder so ein komischer Fregel hier. Der macht sogar Flächenschaden. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dumpty 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 dum 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 dum. Na toll, Tür geht nicht zu. Die Tür geht nicht zu! Tatsächlich vergessen hier die Steine mitzunehmen. Verstecken wir uns hier in der Ecke. Und pennen nochmal eine Runde. Aber psst, nicht verraten. Ich weiß nicht, ob man während des Schlafens angegriffen werden kann. Ich glaube aber nicht. Diese kleinen Fregels, die machen echt Flächenschaden. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Nun gut. So, jetzt gehen wir zurück. Muss man sich halt mal ein bisschen taktisch klug zurückziehen. Immer nur draufhauen. Ihr wisst, ich bin dieser Hau-drauf-Typ. Aber das ist natürlich nicht immer das Klügste. Oh, 40 Schaden, hallo. Direkt die Klamotten hier einsammeln. Jetzt verliere ich gerade so ein bisschen die Übersicht. Da unten liegt auf dem Boden was. Hätte ich fast übersehen, den Schlüssel. Was auch immer dieser Schalter bewirkt hat. Das hätte ich auch fast übersehen hier. Also unser Inventar wird voller und voller. Wir nehmen mal die Fackel mit hier. Wie gesagt, packen uns hier alles voller Fackeln. Wir sind hier. Wir werden angegriffen. Dankeschön. Während ich auf die Karte geguckt habe. Du kleines, mieses, 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 mieses Vieh. Probieren wir mal den Zauber gegen den. Das bringt, glaube ich, auch nicht so viel, auch wenn er jetzt gestorben ist. Wir verpieseln uns mal wieder hier in die Ecke und pennen wieder eine Runde. Also wenn das jetzt überhand nimmt mit der Pennerei, da muss ich mir was einfallen lassen. Da müssen wir endlich mal gucken, dass wir irgendwie an Zaubertränke kommen oder so, die uns heilen. Denn das ist dann ja jetzt nicht so spannend, nach jedem zweiten Kampf sich in der Ecke zu verstecken. Was sagt der Hunger? Na, wenn der kleine Hunger kommt, aber noch kommt er nicht. Ich wollte auf die Karte gucken. Wir sind hier oben. Jetzt muss ich mich nach links drehen, weil im rechten Bereich waren wir schon. Also geht's nach links. Ein Pilz. Super. Also wir haben auf jeden Fall schon mal genug Zeug, um Pilzsuppe zu machen. Oh, was haben wir denn hier? Stiefeletten und noch so ein komisches Krautzeug. Was machen denn die Stiefel? Protection plus 2, Resist Cold plus 5. Sehr schön. Dann kann der Venom jetzt hier die neuen Schuhe kriegen, beziehungsweise meine alten Schuhe. Und die gute Dame bekommt die Sandalen. Die stehen ja auch besser. Mhm. Hier haben wir doch noch einen Schlüssel gehabt, meine ich. Genau hier. Oh. Das kam unerwartet. Aber da gehe ich durch. Nicht ohne zu speichern. Ja, ich bin schlau geworden. Und dafür hat man ja die Quicksave-Funktion. Das bringt gar nichts. Hä? So, mal Poison ausprobieren. Das bringt überhaupt nichts. Okay. Hm.
energiemäßig geht's diesmal noch nach diesem Kampf. Ich bin überrascht von mir selbst. Wir brauchen mal wieder eine neue Fackel, sehe ich gerade. Gut, dass wir immer genug Fackeln dabei haben. Ja, ist sogar wieder ein Stückchen heller geworden dadurch. Okay, auf die Karte gucken. Ganz schön verzweigt hier. Lieber Herr Gesangsverein. Ah, Grufte. Oder sagt man Grüfte? Das sieht mir aus wie ein geheimer Raum. Was will er denn diesmal von uns? Only a patient man can defeat Daemon's Gaze. Das sind vier. Vier. Okay. Wie besiegen wir vier von denen? Sag mal. Jetzt kommt ihr hier auch noch im Doppelpack, oder was? Naja, komm. Bekämpfen wir sie. Was soll's. Null. Null Schaden. Ist ja super. Ich habe das Gefühl, das soll alles nicht so laufen, wie es im Moment läuft. Ich habe eine Idee. Ja, kommt hier rum. Hier sind vier. Hallo. Jetzt muss ich nur richtig gehen und darf mich nicht verlaufen. Hier mal wieder bitte hier die Steine einsammeln. So. Okay. Bringt das was? Hier kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Das ist gut. Aber wenn ihr uns jetzt hinterherkommt, dann haben wir echt ein Problem. Mach mal auf, was ist da drin? Was? Hier ist so ein Mörser ist da drin. Eine Scroll. Also das kann sie alles da drin lassen in dem Sack. Müssen wir uns angucken, wenn wir Zeit haben. Oh nein. Hier ist der Levelausgang. Ich werd bekloppt. Hurra! Ja, Pillars of Light. Level Nummer 3. Sehr schön. Erstmal schön speichern. Und dann mal eine Runde pennen, damit wir uns erholen. Also ich glaube, das war dann auch mit dieser Geduld gemeint, dass man nicht gegen die kämpfen sollte. Wahrscheinlich hat man null Chancen gegen die, aber ich habe es trotzdem versucht. Und dann halt, ja, die so austrickst, wie ich es getan habe. Ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen stolz auf mich. Doch, so ein ganz kleines bisschen. Ich denke, das habe ich ganz gut gemacht, ja. So, nochmal speichern. Und jetzt möchte ich mir mal das Zeug angucken, was wir hier haben. Mortar and Pestle. Right-click to open. Das heißt, wir können jetzt hier Sachen zusammenwerfen. Wenn wir jetzt das da reinwerfen. Gemischt mit, wir hatten doch noch irgendwie so eine... Ja, hier sowas haben wir. Das haben wir auch noch. Das kann sie jetzt leider nicht mehr benutzen, weil sie schon alles komplett zu hat. So, was haben wir denn hier? Potion of Healing. One Flask und one Tar... Bread. Okay, Tarbread haben wir. Das ist Tarbread und eine Flasche, die hier drin ist. Ach komm, hier die Schriftrolle, die muss mal weg, die brauchen wir nicht mehr. So, einmal den Mörser, Tarbread und eine Flasche. Eine Healing Potion. Da, 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 da. Wie benutzt man die? Mit Rechtsklick. Okay, machen wir das Ganze nochmal, obwohl wir haben ja hier noch ein... ein Rezept, ein Anti-Venom, also ein Giftgegenmittel, ein Flask und one Cave Nettle. Cave Nettle habe ich auch. Habe ich hier. Da haben wir sie, die Cave Nettle. Gehen wir das mal den Zauberin. Ich weiß nicht, ob die Zauberin das unbedingt haben muss. Erstmal kommen hier die ganzen Schriftrollen weg, die wir nicht mehr brauchen. Ja. Kein Platz mehr im Inventar. Dann gibt das mal der Zauberin wieder.
Die Zauberin kann jetzt diese Cave-Nessel benutzen. Und noch das. Ja, jetzt muss ich nochmal die Flasche rausholen. So. Und die Flasche. Und dann haben wir ein Gegenmittel gegen... Ach, geben wir ihm das mal. Der hat ja noch genug Platz im Inventar. Gegen Gifte. Sehr schön. Aber jetzt haben wir natürlich keine Flaschen mehr. Oder ist da noch was? Nein, flaschenmäßig ist da nichts mehr drin. Aber das Zeug können wir da rein tun. In den Rucksack. In den Gift-Jutebeutel sozusagen. Und dann ist das da, glaube ich, ganz gut verstaut. Wie gesagt, One Flask und Tarbread, beziehungsweise Tarbeat, heißt es, glaube ich, Tarbait, wie auch immer, gibt eine Healing Potion und Anti-Venom. Er gibt eine Flasche und einmal Cave Nettle. Flaschen sind, glaube ich, das Problem. Ich meine, hier diese Kräuter haben wir jetzt ja schon doch einige gefunden. Oh Mist, wir haben das Messer irgendwo vergessen. Verloren. Egal. Kräuter haben wir ja schon einige gefunden, aber... Speichern nochmal. Die Flaschen. Davon haben wir nicht so viele bisher gefunden. Passiert was, wenn ich das da reinstecke? Nein. Ja gut, es brennt, aber mehr auch nicht. Haben wir denn keine zwei, die noch abgebrannt sind? Nein, es bringt nichts. Wie gesagt, muss man immer mal ein bisschen ausprobieren. Manchmal sind ja auch diese Torches mehr oder weniger Schalterrätsel. Aber in dem Fall wohl nicht. Vielleicht muss man natürlich auch alle entzünden. Probieren wir das doch mal aus. Ganz schön düster hier. Ihr seht jetzt bestimmt nichts mehr, was nicht so gut ist. So, einmal. Und da noch eine. Nein, ich höre wieder nichts. Kein Mechanismus, der irgendwie aufgeht. Deswegen war das eine Idee, aber wohl keine richtige Idee. Und ich höre schon wieder Soldaten. Skelette. Das finde ich nicht so schön. Ach Gott, da hätten wir auch noch eine Fackel. Na, aber das ist doch hier kein Fackelrätsel, oder? Nein, 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 das probiere ich jetzt nicht aus. Jetzt, obwohl, muss ich wahrscheinlich. A lone pillar of light stands alone in the night. Ich verstehe. A lone pillar of light stands alone in the night. Müssen wir jetzt wahrscheinlich... A lone pillar of light... A lone pillar of light stands alone in the night. Eine einsame Fackel steht allein in der Nacht. Aber das kostet uns ja Fackeln ohne Ende, das kann doch nicht sein. Sehen wir ja nichts mehr gleich. Und? Bringt nichts. Ich hasse solche Rätsel. A lone pillar of light stands alone in the night. Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee? Könnt ihr mir jetzt aber auch nicht helfen. Das bringt es nichts. A lone pillar of light stands alone in the night. Hallo, mach mal auf die Tür hier. Wie kann man denn bitte an die Tür vorbeischlagen? Die ist doch, ich meine, furchtbar. Das wird aber wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren, dass man hier einfach die Türen einschlägt. Lone Pillar of Light stands alone in the night. Heißt doch, dass hier einfach eine Fackel drin sein muss, oder? Und bringt das irgendwas? Bringt gar nichts. Naja gut, dann machen wir an der Stelle vielleicht nochmal einen Cut mit dem Blick hier auf die Tür oder mit dem Blick hier auf die Fackel. Auch nicht übel. Und dann werden wir uns mal alle überlegen, wie es hier weitergeht in der nächsten Episode. Ich bin mal gespannt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Verabschiede mich beim nächsten Mal. Verabschiede mich nicht nur beim nächsten Mal, sondern auch jetzt. Und ja, ich bin jetzt wirklich noch in diesem Rätsel drin. Kann ich jetzt nicht von losreißen. A lone pillar of light stands alone in the night. Nur eine Fackel irgendwo hinstellen. Alone in the night.
Nee, komme ich jetzt nicht drauf. Muss ich jetzt mal auch eine kleine Aufnahmepause machen, mal den Kopf freikriegen. Vielleicht komme ich dann darauf. Also, danke, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.